Nun sind wir schon 6 Tage hier im Bunker. Papa, deine 6 kleinen Geschwister und ich, um unserem Leben den einzig möglichen, ehrenvollen Abschluss zu geben. Ob du diesen Brief erhältst, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es doch eine menschliche Seele, die es mir ermöglicht, letzte Grüße zu senden. Unsere herrliche Idee geht zugrunde und mit ihr alles, was ich Schönes, Bemerkenswertes, Edles und Gutes in meinem Leben gekannt habe. Und deshalb habe ich auch die Kinder hierher mitgenommen. Sie sind zu schade für das nach uns kommende Leben. Und ein gnädiger Gott wird mich verstehen, wenn ich selbst ihnen die Erlösung geben werde. Die Kinder sind wunderbar. Niemals ein Wort der Klage oder ein Weinen. Die Einschläge erschüttern den Bunker. Die Größeren beschützen die noch Kleineren. Gott gebe, dass mir die Kraft bleibt, um das Letzte und Schwerste zu schaffen. Harald, lieber Junge, ich gebe dir noch das mit, was mich das Leben gelehrt hat. Sei treu. Treu dir selbst, treu den Menschen und treu deinem Land gegenüber. Sei stolz auf uns und versuche uns in freudiger Erinnerung zu behalten.